Hi Leute, ich hatte vorhin Skyrim-Spielstand angefangen und zwar auf der schwersten Stufe. Und da ist mir gefallen, du hast Skyrim noch nie, ohne es mal runterzustellen, komplett auf der schwersten Stufe durchgespielt, beziehungsweise Hauptquest zumindest nicht. Allgemein habe ich Hauptquest seit Jahren nicht gespielt, deswegen dachte ich, die Idee für ein Videoformat, quasi wie so ein Let's Play, nur dass ich es schneide. Und am Ende schneide ich dann das Ganze nochmal zusammen, wenn ich irgendwann durch bin und kommentiere es. Also rein da. Jetzt muss ich gleich alles, was ich gerade schon mal gespielt habe, nochmal neu spielen. Ich war schon bis zum Ötsch und Zügelgrab, bis mir die Idee kam. Aber ich habe überlegt, sowas mit Minecraft und Ähnlichem auch zu machen, weil Minecraft habe ich auch noch nie, glaube ich, im Singleplayer durchgespielt. Also rein da. So, da ich das hier eh nicht schneide, muss ich so viel quatschen. Also wir sehen uns gleich bei der Charaktererstellung. Oh mein Gott, ihr habt kein Spielaudio. Bin ich inkompetent? Stopp, stopp, stopp! Pausier! 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 Warum pausiert er nicht? Oh. Buh. Da, Anwendungsaudio. Skyrim Audio. Wo ist denn Skyrim? Da. Ihr da, endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Quenze überqueren, richtig? Genauso wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Ich bin kein Dieb. Okay, lassen wir das. Ralof, bisschen spät dran heute. Hey, ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmels ja, ich bin war Controller. Alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Ich überlege, ob ich später die Gespräche skippen soll oder nicht. Da ich eh nicht streame, sondern das nur aufnehme aktuell, würde es, glaube ich, keinen großen Unterschied machen. Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Ich glaube, die ungeschnittenen Versionen lade ich ungelistet hoch. Packt ihr euch unten rein für meine Watchtime. Was interessiert euch das? Oh, ich mache euch eine Playlist dazu. Ich komme aus Rolstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau, Mara, Ibella, Kynaret, Akatosh. Ihr Göttlichen, bitte helft mir! Seht nur, General Kultus, der Militär. Ich sehe den so oft nicht. Moment, wo ist er? Ah, da war er, war hinten in der Ecke, glaube ich. Scheiße. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das hat er immer einen Ticken zu spät, als dass man ihn sehen kann. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Übrigens, die Originalfolgenaufnahmen werden immer eine Stunde gehen und dann geskippt. Abgeschnitten. Und so werde ich auch die Folgen unterteilen. Das heißt, egal, wenn ich sehr viel rausschneiden muss, gehen sie vielleicht mal eine Minute. Wenn nicht, gehen sie eine Stunde. Davon werdet ihr hier alles nicht mitkriegen. Das sind jetzt Sachen, die ich hier zwischendurch labere. Das wird eh rausgeschnitten. Außer in der Uncut-Folge. Wäre nicht mal was für Patreon wieder, ne? Ich habe lange nichts mehr auf Patreon gemacht. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen!
stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Oh, ein Grafikbug. Die Liste ist schwarz. Sie sollte nicht schwarz sein. Geil. Die kleinen Freuden. Raloff von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen. Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Gute Frage. Boah. Also wir müssen auf jeden Fall hart leveln, damit wir leben und Ausdauer bekommen, wenn wir im Abenteurer-Überlebensmodus spielen wollen. Da wäre was mit Magie gut, weil du mit Magie gut Illusionen hochleveln kannst. Da bist du aber in anderen Sachen schwächer. Ork, Schmiede, ne? Vielleicht gehe ich auf den Bogenschützen, so ein Waldelf, guter Bogenschütze, ich weiß nicht mehr. Waldelfen sind Kundschafter und Dieb und ganz normale Schützen, ja. Wir gehen auf Fernkampf, den Rest können wir hochleveln. Wir nehmen mal, ja, so gefällt er mir. Okay, wie heißt so ein klassischer Fernkämpfer? So ein richtiger Bogenschütze. Ach komm, wir nehmen den Klassiker. Fuck! Verklickt. Was ist passiert? Ihr seht's nicht, ich hab was gesehen. Schwanzus. Da. Nicht viele Waldelfen würden es wagen, allein nach Himmelsrand zu kommen. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, oh, ich muss erstmal wieder die Mod installieren, die den Anfangs gibt. Wir sorgen, dass eure Überreste nach Walenwald zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Ich überlege, ob ich die Stundenaufnahmen einfach runtercutte zu normalen Let's Play-Folgen, weil dann könnte ich mit diesen Let's Play-Folgen, das wären dann, je nachdem wie lang die Folgen sind, bei 10 Minuten wären es sogar 6, das wären dann 6 Folgen und dann könnte ich eine Zusammenschnittsfolge jede Woche bringen, dann könnte ich damit easy eine Woche füllen pro Folge. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Also mit den 6 Uncut-Folgen und dann dem geschnittenen. Dann könnte ich mich aber. Dann wäre mal wieder was, was den Gaming-Kanal vielleicht ein bisschen beleben würde. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der 8 Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Talos Willen. Dann müsst ihr aber für jeden Thumbnail-Titel und so. Das könnte im Gegensatz zu meinem Kanalwachstum eher gefährden, wenn zu viele Videos keine gute Wiedergabe haben. Mal gucken, was ich mache. Wenn ich 20 Minuten Folgen mache, könnte ich. Na komm, halb. Es darf halt nicht zu lang sein, ne? Wenn es zu lang ist, guckt sich eh kein Schwein an. Wie lang geht die perfekte Let's Play-Folge? Wir sind hier voll im Game und ich bin hier noch und so. Ich mach mal kurz Insta-Story und frag mal kurz. Waldelf, ihr seid dran. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Hey Leute, ich nehme gerade was für den Gaming-Kanal auf. Wie lang ist das perfekte YouTube-Video in euren Augen, beziehungsweise speziell jetzt sogar auf Let's Play bezogen? Weil ich will so Best-ofs von meinem Game schneiden, aber den Rest ungeschnitten als Let's Play hochladen. Einfach, damit man sich alles angucken kann. Also, wie lang geht die perfekte YouTube-Folge? Perfekt. Eben noch Fragesticker rein. Oh, kurz den Controller auf den Tisch gelegt, das ging ab. Ein Drache. Wie ist das möglich? Aber allgemein nochmal gut zu wissen, damit ich sagen kann, wie lang ein gutes YouTube-Video ist. Weil ich sage immer so 10 bis 15 Minuten sind gut. Nicht zu lang, nicht zu kurz.
Naja, dann. Komm, ich bin Profispieler, wir machen Anfang ein bisschen schnell. Wobei wir auf jeden Fall auch leveln müssen. Aber das hier, wo wir noch gefesselt sind, da können wir durchrennen. So. Ja, wir nehmen die. Wir schließen uns gleich den Sturmmänteln hier bei der Flucht an. Das ist nicht wichtig für spätere Spiel. Aber Raloth mag ich einfach lieber. Das ist ein Süßi. Plus, man kriegt ja am Anfang direkt eine bisschen bessere Rüstung. Was, wenn wir auf schwerster Stufe spielen, was wir hoffentlich schon tun? Moment kurz, bevor ich hier was Falsches mache. Wo sind die da? Einstellungen, Gameplay. Yep, ist noch vom letzten Mal gespeichert. Wir spielen auf Legendär. Rein da. So. Jetzt zeige ich euch gleich einen Trick, wie man Raloth sein Geplapper am Anfang ein bisschen überspringen kann. Das klappt aber leider nicht immer, deswegen wir warten, bis er hier kommt und dann rempeln wir ihn an, weil jetzt sind wir noch gebunden. Und nach diesem Gespräch gleich entbindet er uns. Wenn man ihn anrempelt, klappt es manchmal, dass er das gibt. Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war ein Drache. Na, komm schon. Wir machen uns besser auf den Weg. Ja. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Zack. Hier. Ihr könnt euch okay, wir wollen ja auf Bogen gehen, was eigentlich ganz gut ist, weil man kann Bögen extrem hochleveln und vom Weiten dann mit Schleichangriffen kombinieren. Das Ding ist nur, bei sehr starken Gegnern ist der Bogen dann scheiße, weil du gefickt bist, weil du im Nahkampf gehen musst. Heißt, wir könnten mal wieder klassisch Bogen spielen in Kombi mit Nahkampf, also einhändig, oder vielleicht mit Magie, so Beruhigungszauber. Weil die Illusionszauber, die kann ich extrem gut leveln. Puh, schwierige Entscheidung. Die Kaiserlichen! Entdeckung! Entdeckung! Öffnet dieses Tor. So. Ah, ich hatte beim letzten hatte ich einen Bretone, der hatte als Startfähigkeit einen Beschwörungszauber. Das habe ich jetzt natürlich nicht. Habe ich sonst irgendwas Geiles? Tierbeherrschung jetzt super. Tiereffekte, Giftresistenz, immerhin. Kann ich halt widerstehen. Das ist gar nicht mal so scheiße. Trotzdem werde ich jetzt erstmal Raloth hier ein bisschen ranlassen. Aber das Gute ist, jetzt heilen wir noch, weil hier gibt es den Überlebensmodus noch nicht im Tutorial. Heißt, gut für uns. Aber wir können auch direkt schon mal ein bisschen heilen. Um zu machen, plus ist es notwendig. Sonst gewinne ich den Kampf never gegen die Alte. Im Einzelkampf vielleicht, aber nicht, wenn sie hier noch ihre Fußsoldaten rumhängen hat, die mir im Weg sind. Raloth, mach mal. Mach mal Action. Ja, Magika ist niedrig, ich weiß. Ich will wenigstens mit draufhauen, ja. Ich. Oh, das war ein beschissener Schlag. Ich will mich wichtig fühlen. Okay, der kaiserliche Soldat hat noch viel Power. Oh, warte mal, ist schon einer tot? Hat Raloth schon einen abgemurkst? Schön, dass ich einfach gehe. Nee, ich dachte, es wären drei gewesen. Naja. Hätte ich mir jetzt nämlich die Schwerte gekauft, dann hätten wir Doppelschwert spielen können. Eine nicht verbessert auf 18. Yay, das werden wir gleich noch richtig hochpushen. Weil, das wird, ich schreibe gerade einfach eine Playfolge scheiße. Das schneide ich dann vielleicht doch zusammen oder mache eine dicke Folge. Weil wir gleich, komm, ich lade sie an, halt als 1-Stunden-Folgen hoch. Da haben wir zwei Folgen pro Aufnahme. Einmal die geschnittene, einmal die ungeschnittene. Die ungeschnittene würde ich dann aber viel später raushauen. Ja, der hat einen Schlüssel, Raloth. Aber erstmal ich. Doppelschwert. Die wollte ich mal erstmal noch bei mir. Gerade haben wir noch kein Gewichtsproblem. Das kommt erst, wenn wir in Überlebensmodus starten. So. Den Schlüssel. Versuch doch mal, die Tür zu öffnen. Jetzt kommt etwas, das einige von euch vielleicht stören wird. Aber ich hole mir jetzt hier das erste Level. Und das geht so. Wir können hier nämlich, Raloth kann, weil wir den Schlüssel haben, nicht raus. Heißt, wir können Raloth hier sehr lange verprügeln. Ach ja, dafür kann ich eigentlich mal. Sieht bestimmt so schöner aus, wenn ich es in der geschnittenen Version vorspule. Zack, 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 wir haben Level Up, perfekt. Boah, und was gehen wir? Ausdauer ist halt scheiße wichtig, zumindest am Anfang beim Überlebensmodus, Abenteuermodus, ich weiß gar nicht, wie er heißt, wegen mehr Gewicht. Ja, du brauchst
25 Level musst du da reinstecken, dann hast du so viel Gewicht, was du tragen kannst, wie im normalen Spielmodus. Allerdings ist Gesundheit auch echt wichtig. Magicka für die Zauber später, aber das kriegen wir später hin. Also Gesundheit und Ausdauer. Ich würde erstmal Ausdauer nehmen, weil wir dann gleich ein bisschen mehr Gewicht haben und mehr Zeug hier aus Helden mitschleppen können. Außerdem können wir dann jetzt hier häufiger schlagen. So. Oh, ich habe vergessen. Jetzt können wir es noch. Später müssen wir mal schlafen gehen zum Leveln. Wo ist einhändig? Da haben wir schon schön ein bisschen gelevelt. Mehr Schaden. Machen wir bei Bögen gleich auch noch, da wir ja vor allem Nahkampf und Bogen spielen wollen. Kann sich natürlich auch ändern. Nahkampf, ich würde sagen Nahkampf, Bogen und Illusion. Das wären unsere Steppenpferde. Zack, zack. Ey, wenn wir die Hauptstory durch haben, können wir eigentlich die Nebenquests auch alle machen. Fällt mir gerade auf. So quasi ja nochmal als wie so ein DLC betrachten. Oh, wir haben hier schon gut gepunktet. Bam, bam, bam. Das Schöne ist, weil wir auch so schwer spielen, nimmt der Gute kaum Schaden. Ich werde sehr viel, glaube ich, nachkommentieren müssen bei dem Geschnittenen, aber das ist okay, das hatte ich mir schon so gedacht, dass ein Voice-Over rüberkommt. Was macht ihr denn da? Dann könnte ich sowas sagen wie so, und jetzt verhauen wir Ralov und dann könnte ich hier ein Speed-Ding einrauen zum Beispiel. Oder ich erkläre nebenbei, warum wir das tun. Halt für die Level. Das muss ich dann im Schnitt gucken. Oder wenn wir ganz oft an einem Gegner sterben, kann ich sagen so, ja, der Gegner war schwierig und dann blende ich die ganzen Szenen ein, wo er mich umbringt. In einem Kill-Counter. So, ich habe schon einige nice Ideen, ja, wie ich so ein bisschen, sag ich mal, Mainstream-Videos machen kann. Weil ich denke, sowas könnte im Mainstream auch gut ankommen, selbst wenn man nicht so extrem Skyrim-Fan ist. Oder im Mainstream unter den Skyrim-Fans. Ups, das wollte ich nicht, wollte einen Doppelschlag, naja. Ah, Ausdauer ist regeneriert, dann Doppelangriff. Ping? Och komm, wir können noch ein bisschen machen. Die Aufnahme ist ja 17 Minuten. Wir kriegen noch ein bisschen Spannung hier rein. Oh, ich sehe schon, die Uncut-Folge hier, die wird einen sehr langen Part haben, wo das hier geskippt wird. Von vielen. Jetzt ist die Frage, erst Uncut-Folge hoch oder erst die geschnittene immer? Komm, ich würde sagen, erst die Uncut, dann kann ich während der geschnittenen auf die Uncut verweisen und wenn neue Zuschauer reinkommen, können die dadurch Spaß haben. Und am Ende will ich, wenn ich alles fertig habe, das Spiel durch, weiß nicht, ob ich das gerade schon erwähnt habe, alles zu einer großen, keine Ahnung, halben Stunde, Folge zusammenschneiden. Den ganzen Run von dieser, von der Hauptquest. Und ist mir gerade eingefallen, könnten wir bei den Nebenquests, zum Beispiel Dunkle Bruderschaft, dann genauso machen. Dann müssen wir die aber auch am Stück spielen, sonst wird es mit dem Schnitt schwierig, die Stellen rauszusuchen. Oh, ich hab's so vermisst beim Zocken zu quatschen. Ihr wisst ja, ich stream aktuell nicht von zu Hause, oder das wisst ihr nicht, wenn ihr neu seid. Dann Grüße gehen raus. Ja. Ich hab's so so vermisst beim Zocken zu quatschen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Bam. Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Und im Stream müsste ich, weil das an die Leute auf den Sack gehen würde, irgendwann die Spiel-Audio muten. Ach komm, ein paar Minuten können wir das noch machen. So einen geilen Gegner zum Draufhauen kriegt man so schnell nicht mehr. Ich wünschte, ich hätte heilende Hände, weil dann könnte ich direkt in Doppelkombo. Ja, auch Heilung leveln. Ich würde sagen, Einhand auf 40 können wir schon bringen, oder? Vor Einhand auf 40. Gesundheit. Am Anfang würde ich sagen, gehen wir auf Gesundheit und Ausdauer vor allem. Ach komm, Einheitsschaden nochmal ein bisschen mehr. 40%! Geil! Wenn wir auf 40 hochmachen, macht er sogar 60% mehr Schaden. Angriffe mit zwei Waffen sind ein bisschen schneller. Das juckt mich jetzt gerade nicht so. Doppelsturm. Oh, sehr, so hoch leveln wir jetzt aber nicht. Das Ding ist, ich habe das Spiel schon zigmal gespielt. Ja, tausende Stunden. Und ich kenne den Skillbaum immer noch nicht, außer die Sachen, die ich immer verwende. Ja, Heilung. Zerstörung könnte interessant sein, könnten wir es auch mitleveln, indem wir draufhauen, das lassen wir mal. Was ich wollte, ist Bogenschießen, da müsste der doch eigentlich... Ja, da hat er einen Anfangsbonus.
Gehen wir da jetzt schon rein? Ja, komm. Da geben wir jetzt schon Punkte drauf. So, dann würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall noch zwei Level voll, weil dann können wir noch einmal im Bogenschießen gehen. Für mehr Schaden. Und einmal in Nahkampf für mehr Schaden. Dann machen wir zumindest ein bisschen mehr Schaden gegen die in diesem Spiel Schwierigkeit schon sehr aushalte, kräftige Gegner. Ich merke, schau euch mal Ralof an. Wie lang brettern wir auf Ralof ein und wie voll ist seine Gesundheitsanzeige noch? Kriegen wir Ralof noch einmal zu Fall? Wer weiß. Bam, bam, bam. Dann müssten wir jedes Mal, wenn Ausdauer ein bisschen regeneriert ist, wieder mit zwei Händen den Superangriff machen. Aber ich achte immer nicht richtig drauf. Oh, jetzt ist er abgehauen! Feigling. Sonst kann man wirklich so gut nur mit Schattenmähne leveln. Mit nichts anderes. Und den kriegen wir in der Hauptquest jetzt nicht. Was macht ihr denn da? Aufpassen. Was macht ihr denn da? Sperrt die Tür auf. Da nichts mehr raus. Was macht ihr denn da? Oh, aber wir kriegen gerade ziemlich gerade gut Leben jetzt. Bestimmt am Level ab. Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn? Zum Thema Einhand, wann levelt das mal wieder? Ich habe lange keine Benachrichtigung mehr gesehen. Ah, jetzt! Auf die 35. Heißt, wir haben bald Stufe 4. Was macht ihr denn da? Ne, ich glaube, da sind wir, wenn wir einzeln schlagen, besser unterwegs. Der Doppelschlag ist nur sinnvoll, wenn wir es mit so einer Angriffskombi kombinieren. Also mit so einem starken Angriff. So. Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Nö. Aber was macht ihr denn da? Oh, gleich haben wir die nächste Stufe. Also wenn wir das auf 40 hochgelevelt haben, einhändig, würde ich sagen, haben wir auch genug Stufen-Dinger, dass sich das lohnt, oder? Könnte doch sein, dass wir den Bogen noch ein mehr brauchen. Naja. Oh, gleich geht Ralof zu Boden! Ja, Baby! Er steht gleich wieder auf. Das ist das Schöne an ihm, der heilt schnell. Das könnte ich jetzt tun, aber dann würdest du mir weglaufen, dann könnte ich nicht mehr so oft hauen. Steh auf! Steh auf! Los! Aufstehen! Er hat wieder Leben, wir können weitermachen. Habt ihr einen Schlüssel gefunden? Nein! Versucht die Tür damit zu öffnen. Hey, jetzt stehen die auf. Feigling. Liegt immer noch am Boden, obwohl es ihm schon wieder gut geht. Nur damit ich Mitleid hab. Was macht ihr denn da? Sehr schön, Stufenaufstieg. Nochmal ein Ausdauer. Wir gleich mehr Tragegewicht. Ja, Bögen sind jetzt gerade nicht so gut. Geil, würde ich sagen, gehen wir erstmal, wo ist es, in die Einhändigkeit. Ach nee, können wir noch gar nicht. Dann heben wir uns auf, falls wir gleich kein Level mehr voll kriegen. Aber ich habe hier leider keinen Bogen, sonst könnte ich auch Bogenschießen trainieren, aber dafür bräuchten wir auch so viele Pfeile. Deswegen, nee. Bogenschießen trainieren bei einer Angelegenheit. Versucht doch mal, die Tür zu öffnen. Übrigens, dass wir das jetzt machen, ich weiß, man könnte es als Zeitverschwendung ansehen, aber umso schneller und besser kommen wir gleich durchs Game, umso stärker wir sind. Glaubt mir, wir werden es nötig haben. 38, noch zwei Verbesserungen. Oh, wir müssen auch zwischendurch heilen lassen. Noch zwei Verbesserungen. Dann können wir nochmal Einhandwaffenschaden erhöhen auf plus 60%. Das ist gefühlt ja schon das Doppelte. Dann noch die Schwerter ein bisschen hochschmieden und wir sind geil. Zack. Ja komm, wir lassen ihn kurzzeitig zu erholen. Oh, er hat sich hochgeglitscht. Braver Ralof. Manchmal geht er nicht richtig zu Boden, sondern heilt sich einfach direkt. Das ist immer sehr schön hierfür. Weil, dann braucht man nicht so viel Zeit. Ich wollte Doppelangriff. Mit dem Controller ist es gar nicht mal so einfach, wie ich dachte. Also wie ich es in Erinnerung hatte. Ich habe tatsächlich die ersten paar tausend Stunden Skyrim nur mit Controller gespielt. Damals auf der Xbox 360. Da hatte ich noch gar keinen PC. Und später dann auf der PlayStation, dann auf der Switch. Zwischendurch hatte ich auch mal einen Computer. Jetzt habe ich einen Computer. Die Special Edition habe ich aber relativ neu. Da habe ich erst irgendwie 200-300 Stunden drauf.
Dafür war ich immer zu geizig. Aber dafür ist sogar diese Super Special Edition. Diese Amorios Edition oder so. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Ich überleg gleich, ob ich jetzt direkt mehrere Folgen aufnehme am Stück. Oder ob ich gleich erstmal eine schneide, damit ich die nacheinander hochhauen kann. Zack, zack, zack. Ich würde sagen, Skyrim kommt dann jetzt immer Uncut Mittwoch und am Sonntag die geschnittene. Sagen wir Samstag. Sagen wir Dienstag und Samstag. Ich glaube, das passt besser. Ich glaube, Samstag schauen sich das vielleicht mehr Leute an. Kann ich auch schön Shorts daraus machen. Zack. Was macht ihr denn? Niemals! Ich werde dich auf ewig hier verprügeln. Ob hier schon mal jemand sich die Mühe... Oh, das wäre auch eine geile Challenge. Hier ohne Helgen zu... Helgen verlassen mit Max-Level. Einfach indem man hier immer wieder sich spezialisiert. Oder das auch zurücksetzt, die Punkte, und dann hier unendlich hochlevelt. Das ist aber mit den Schwertern die ganz schön lahm. Dann müsste man vielleicht andere Möglichkeiten finden. Überleg hat, gäbe es hier noch. Was kann man hier alles leveln? Magie auf jeden Fall, also Zerstörung auf jeden Fall. Und halt hier Einhand. Ich glaube, viel mehr geht gar nicht. Halt Sachen, die Schaden machen, die man hier schon hat. Für Bogenschützen fehlen dann endlich die Pfeile und der Bogen. Was könnte man hier sonst leveln? Versucht doch mal die Tür zu öffnen. Wenn man einen Schutzgeist hat, könnte man hier den Schutzgeist beschwören und immer wieder angreifen. Ich weiß nur gerade nicht, ob das levelt, weil du brauchst Gegner in der Nähe, damit der Schutzgeist levelt, glaube ich. Oh, ich bin schon 42, habe ich gar nicht mitbekommen. Sehr aufmerksam, der junge Mann. Komm, wir machen es so. Einhändig. Zack. Und wir haben noch einen Punkt übrig, sehe ich gerade. Ne, wir machen jetzt nicht auf 80 hoch, aber wir können ja nochmal in Bogenschießen rein. Dann haben wir, wenn wir später einen Bogen haben, direkt einen kleinen Startbonus. Wo ist ein Bogenschießen? Bin ich inkompetent? Da, Schießkunst. Zack. Und dann nichts wie raus. Ja, nichts wie raus. Bin ich auch voll für. Kommt, verschwinden wir von hier. Ja, ich mache jetzt 60% mehr Schaden, Leute. So, und es hat gar nicht mal so lange gedauert, wie ich dachte. Und trotzdem mache ich an dem Gegner gefühlt keinen Schaden. Aber wobei, es geht. Ich habe schon schlechter gekämpft. Hallo, Gegner? Ach, da. Ich möchte mal anmerken, in meinem Durchgang Polen, wo ich das schon mal angefangen hatte, privat, bin ich hier schon gestorben. Weiß Tag nicht vorm Abendlob, aber ich glaube, diesmal sterbe ich nicht. Da habe ich aber auch ein bisschen auf anderen Skill gesetzt. So, wir müssen auf jeden Fall einmal Wiederherstellung favorisieren. Unsere Schwerter können wir auch favorisieren, aber jetzt erstmal die Heilung rein. Ich heile mich erstmal. Was nehme ich mit? Das Ding ist halt, wir können nicht zu viel Gewicht mitschleppen. Wir haben gleich nur 170, wenn wir rausgehen. Außer wir leveln nochmal auf Ausdauer. Deswegen mal gucken. Sobald wir Zauber, Lautlosigkeit, Illusion haben, ist eh alles geil. Weil dann können wir zumindest das extrem hoch schnell hochleveln. Was dafür sorgt, dass wir zumindest mehr Leben haben. Und mit mehr Leben ist alles besser. Dann können wir später auf Leben gehen. Das Ding ist nur, dann werden die Gegner auch stärker. Und die stärkeren Gegner haben wir natürlich nicht die passende Spezialisierung, sag ich mal, in unseren Waffen, dass wir da ordentlich Schaden machen. Aber das könnte man im Zweifel irgendwie bestimmt kompensieren. Ups, da gehen wir so zweithändig rein. Zack. Also aktuell haben wir gut gelevelt. Für die leichtesten Startgebietgegner reicht das mittlerweile immer alles mit. Reicht es mittlerweile halbwegs. Dass wir ordentlichen Schaden machen. Ey, das war meiner! Ja, Müll. So, Dietrich hier, den Heiltrank. Den Rest hier brauche ich nicht. Ja, jetzt kriegen wir gleich nochmal Dietrich hier.
Das werden wir auf jeden Fall mitnehmen, weil ich das für die Marquis später brauche. So, direkt eine Magierrobe am Start ist schon geil. Möglicherweise brauchen wir das. Da fällt mir ein, wir können Flammen. Jedenfalls auch favorisieren. So, weil dann haben wir direkt auch einen Angriffszauber mit dabei. Ich könnte jetzt hier alle Schlösser knacken für Erfahrung, aber das ist mir echt nicht wert. Erfahrung heißt das hier gar nicht, ne? Für Fortschritt. Hier das Knochenmehl nehmen wir auf jeden Fall mit. Bei Alchemie immer OP, viele Heiltränke. Ich werde viel Inventarplatz mit vielen Heiltränken brauchen in diesem Durchlauf. Vielleicht müssen wir zwischendurch bei der Hauptquest uns mal eher Gedanken machen darum, wie wir Geld verdienen, damit wir ordentlich Heilung finanzieren können. Und wir brauchen starke Heilzauber. So. Dich niederknüppeln. Wir haben zwar jetzt Begleiter dabei, aber trotzdem. Es geht überraschend gut. Wir haben gut gelevelt am Start. So, von dem nehmen wir auf jeden Fall die Pfeile mit. Da wir auch als Bogenschütze spielen werden und den Bogen. Da gerade Pfeile immer knapp sind. Außer du hast gerade die Bürgerkriegsquest. Da sind Pfeile nie knapp, weil da hast du, hat jeder Gegner Pfeile und kannst sie mitnehmen. Oh, fuck. Das könnte knapp werden, ich habe nicht gespeichert. Da werde ich vielleicht noch einen kleinen Heiltrank reinbrettern müssen zur Sicherheit. Damit ich einen kleinen Puffer habe. Wir weichen zurück. Und wir gehen wieder ran. Ups, habe ich meinen eigenen Mann gehauen. Naja. Wir hätten ja das Öl hier anzünden können, ne? Egal. Und lauf da. Alter, wie wenig machen Ralof und so eigentlich an Damage, dass ich mehr mache. So, Pfeile. Pfeile. Ich sehe erstmal nach, ob die noch Loot für mich haben. Pfeile. Gab es hier nicht auch irgendwo eine Truhe? Ich könnte schwören, hier gab es eine Truhe. Truhe? Keine Truhe. Ah, noch ein. Naja. Oh, scheiße, Pfeile wiegen in dem Durchgang ja auch. Da ist Bogenschütze vielleicht nicht die beste Wahl gewesen. Ich glaube nämlich, in der Überlebensmodus-Variante wiegen Pfeile was. Na komm, Ralof, bewegen wir uns hier raus. So. Komm, Ralof. Best friends forever. Oh ne, ich habe ihn verloren. Wenn man hier zu schnell läuft, dann wird er abgeschnitten von einem. Oh ne, er steht da. Er wurde nicht abgeschnitten. Er ist nur lahmarschig. Komm, Bro. Komm, komm, komm zu Papa. Best friends forever. Ralof und Schwanzus. Yeah. Geht, 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 geht. Oh. Bin gestolpert. Über Knochen. Ist ja ekelhaft. Warte, ich muss den Bogen favoritisieren. Das ist die Bekleidung. Ich will den Langbogen. Dann Langbogen. Übrigens, ja, ich kenne viele Passagen des Spiels auswendig, wie zum Beispiel hier. Die werden wir One-Shot schaffen, vermutlich. Die erste Spinne One-Shot. Zweite Spinne. Spinne, das ist mit Controller echt nicht so einfach. One-Shot. Und Ralof provoziert die auch gerade ein bisschen. Und One-Shot. Die drei kleinen One-Shot, jetzt müssten noch zwei, drei von der Decke kommen. Warte, nicht One-Shot? Willst du mich verarschen? Das war nur sowas von daneben. Egal, ich nutze die Gelegenheit hier mal die Fernkämpfer zu machen, das ein bisschen zu leveln. Ja, wir kämpfen ja später auch schließlich gegen Drachen. Da ist immer nur am Boden, ist echt nervig, deswegen... Ich treffe zwar mit den Pfeilen eh nicht. Sonst nicht mit Controller, aber hey. Alles mit, weil Alchemie wird später mein bester Freund sein, nicht nur zum Leveln,
sondern auch um Geld ranzuschaffen. Alchemie ist so ein In-Game-Money-Glitch eigentlich. Du sammelst einen Haufen Blumen ein, gehst zum Laden, puncht alles zusammen, verkaufst es, bist reich. Skyrim ist so ein schönes Spiel, wo sich Blumen sammeln auch noch lohnt. Okay, den werden wir nicht one-shotten. Nicht auf dieser Schwierigkeit, aber wir können ein paar Mal reinballern, bevor er zu uns kommt. Das war ja mal sowas von scheiße. Hallo! Baby, hilf mir! Dank Bill, Baby. Oh, du bist mein Schmusi-Bär. Also Ralof, nicht das Vieh hier. Nur ein Eisenpfeil wieder bekommen. Sind die hier voll? Ja! Nein! Das ist ein sehr leicht gebauter Wagen, möchte ich mal anmerken. Wenn er sich so leicht umschubsen lässt. Knochen. Also, es kann doch nicht sein, dass ich immer über Knochen stolper. Was sagt mein Gewicht gerade eigentlich? Wir können gleich sogar rausgehen in den Überlebensmodus, ohne was wegwerfen zu müssen. Dann war ich jetzt schon gut sparsam hier beim Machen. Das scheint der Weg nach draußen zu sein. Ja, Ralof, du hast recht. Freiheit! So, hier können wir eigentlich entscheiden, was wir tun. Da wir aber die Hauptquest verfolgen, werden wir gleich erstmal nach Flusswald gehen. Ja, Überlebensmodus, Baby. Den habe ich die ersten Male immer hier nie gesehen, weil ich immer hier so geguckt habe. So, wir gehen jetzt aber auf jeden Fall erstmal zu den Steinen da unten. Weil schnelles Leveln ist wichtig, wenn wir scheiße sind. Die Frage ist jetzt, Kriegerstein oder Diebesstein? Diebesstein wäre halt schon praktisch wegen Redekunst. Ich glaube, Alchemie fällt da auch drunter, oder? Und Bogenschießen. Oder ist Bogenschießen Krieger? Ist eine gute Frage. Ich glaube, nee, Bogenschießen müsste Dieb sein. Oder so ein Mischmasch. Level ich das mal beim besser? Warte, wir gucken mal kurz. Schießkunst ist, würde ich sagen, von der Farbe her rot, oder? Dann rot und Einhand. Ja, komm, dann machen wir Krieger. Dann nehmen wir den Kriegerstein. Wäre Schießen dabei gewesen, hätte ich gesagt, okay, aber Schießen, würde ich sagen, ist eher bei dem Roten. Nehmen wir den Kriegerstein, den nehme ich eigentlich nie, weil ich eigentlich hier immer durchrenne mittlerweile. Also, die ersten Mal habe ich es genommen, bestimmt. Aber mittlerweile, da habe ich aber, glaube ich, den Magier genommen. Mittlerweile renne ich hier immer durch und hole mir später den Segen von dem Stein, der einem den Bonus gibt bei Tragekraft. Ach, dass wir jetzt 170 schon an Tragekraft haben. So, ich bin Krieger jetzt. Ist das hier als aktiver Effekte? Ja, Kriegerstein. Alle Kriegerfertigkeiten werden 20% schneller erhöht. Die Frage ist... fühlt sich erfrischt, ja, okay. Die Frage ist halt... Hier wäre ja schon auch nicht unnütz. Die Frage ist halt wirklich... Ich hab's vergessen. Gott sei Dank muss ich das nicht mit reinschneiden in dem fertigen Video. Oh Mann. Ich hab Hunger! Yay, da werden wir gleich noch für die anderen Sachen auch eine Benachrichtigung bekommen. Im letzten Durchgang, hier müssten gleich Wölfe kommen, im letzten Durchgang kamen die einfach nicht. Ich war voll enttäuscht. So, hey, wo sind meine Wölfkens? Da müssten die gleich kommen. Ein Felssprung runter. Und sie kamen einfach nicht und das hat mich sehr traurig gemacht. Hier, jetzt hört ihr sie sogar. Seid ihr? Hey, wer hat mich denn entdeckt? Ein Fisch oder was? Wolfies? Ich höre sie doch. Da! Warum kommst du nicht runter? Zum Spielen. Schleichen verbessert, geil. Auch nicht sinnfrei. Okay, der Wolf hier ist relativ einfach übrigens. Im letzten Durchgang wurde ich von einem Schneewolf getötet einfach mal. Und ich hatte keine Chance, egal wie oft ich neu geladen habe. Hier läuft besser. So, Heilung. Was sich in diesem übrigens im Überlebensmodus immer sehr schnell levelt, ist eindeutig die Wiederherstellung, weil du dich ständig heilen musst, weil du nicht selbstständig heilst. Aber Mana regeneriert es selbstständig, deswegen ist Heilung deine Heilung. Auch mehr als einer immer. Ach komm, fickt euch selbst ins Knie. So. Sch-
schön sei ja, die ganzen Blumen mitnehmen. Die können wir später alle verwenden. Müssen uns gleich auch auf jeden Fall auch ein bisschen was zu essen kümmern. Da sollte ich immer mindestens so 10 Items, die mich ordentlich satt machen, also über 200 Hungerpunkte, dabei haben. Falls ich mal längere Zeit unterwegs bin oder mal irgendwo schlafe in der Höhle oder so und nichts dabei habe, sonst. Gott sei Dank wären die nicht schlecht. Stell ich mal vor, in Skyrim würden jetzt auch noch die Lebensmittel schlecht werden. Ich wäre so am Arsch. Flusswald, Ladies and Gentlemen. Vielleicht mal die Waffe wegstecken. Vielleicht mal gemütlich gehen. Die erste richtige Bewohnung, die man kennt. Besiedeltes Land. Hier, Infinity Money Glitch, einfach Holz hacken, aber wir haben keine Hacke. Aber hier liegt auf dem Tisch eine. Eine schöne Holzfäller-Axt. Da. Neu in Flusswald? Ja, Gerd, du hast im Weg. Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal bei Horst. Skippen wir es oder nicht? Ja, komm, ist eh ankert. Ralof hat gesagt, ihr könnt mir helfen. Ralof? Woher kennt ihr ihn? Er hat versprochen, dass ihr mir helfen könnt. Wenn ihr wirklich mit Ralof befreundet seid. Ein Drache hat Helgen zerstört. Das wird erklären, was ich vorhin sah. War ein Drache, Ralof wird es euch bestätigen. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube euch. Danke. Es wird. Wenn sich hier. Wir müssen Jalbalgo. Es geht wirklich nur um den Durchgang, ja? Im Zweifel fasse ich später im Schnitt zusammen, worum es hier geht. Habt ihr Vorräte? Wie gesagt, ich gewähre euch gerne. Wir nehmen alles von ihr. Nehmt euch was. Sehr schön. So, jetzt haben wir die Quest, dass wir dem Jarl Bescheid sagen. Das ist übrigens, dieser Durchgang ist wirklich nicht gedacht für Leute, die Skyrim noch nie gespielt haben. Jetzt müssen wir dem Jarl vom Drachenangriff berichten, meine Lieben. Das tun wir auch direkt mal, weil dann haben wir auch mal richtig Fortschritt in dieser Folge. Was geil wäre. Oh, ist eine Angel. Kann ich die mitnehmen? Ja. Dafür fehlt mir die Karte, ne? Ach, ohne ausgerüstete Angel kannst du das nicht. Aber lesen können wir doch, oder? Ich habe jetzt keinen Bock zu angeln, ehrlich gesagt. Da hinten läuft ein Hirsch und in jedem Durchgang, fast jeden, erwische ich ihn nicht, aber diesmal schon. Weil ich schon früh daran gedacht habe, ihn zu sehen. So. Er hält aber mehrere Pfeile aus, wenn ich. Und das war sowas von daneben. Jetzt läuft er weg und wird so viel zappeln, dass ich ihn eh nicht mehr erwischt krieg. Ich habe ihn mit dem Feuerzauber erwischt, tatsächlich. Das hat schön ausgesehen. Leider verkugeln die Viecher nicht wirklich im Game. Das wäre geil. Das wäre geil. Ja, nee, komm, das schaffe ich nicht. Das können wir vergessen. Das macht keinen Sinn, es zu versuchen. Also, oh, wir könnten mal speichern. Aber es macht einfach keinen Sinn. Alter, Hashtag Gesundheit, jetzt in die Kommentare. Dann weiß ich, ihr schaut auch die Uncut-Folgen. Oh. Oh geil, das nutzen wir zum Bogen. So die leichteren Gegner nutzen wir, um Bogenschießen zu leveln. Hier brauche ich jetzt keinen Nahkampf. Dann können wir später aus der Entfernung direkt, wenn wir Gegner sehen, gut Schaden machen. So. Das war so nicht geplant, aber auch okay. So, Wiederherstellung verbessert auf 17. Wie scheiße war ich denn? Wie scheiße sind denn bitte die Waldelfen in Magie? Naja. So, hier müssten gleich, ja, das weiß ich auch auswendig, Kaiserliche mit einem Gefangenen kommen. Habe ich eine Waffe, die ich dem... Eine Holzfäller-Axt. Kriegsaxt kann ich ihm geben. Dann nehme ich die und dann können wir gemeinsam kämpfen. Sehr schön. Können wir gemeinsam die Kaiserlichen platt machen, einfach fürs Feeling. Danach aber, weil ich meine Sachen wieder haben will. Oh nein, 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 nein! Bitte häng dich nicht auf. Bitte. Skyrim hat sich seit Jahren nicht aufgehangen bei mir. Fick die Henne. Ja, super. Ist die Grafikkarte am Glühen? Ne, mein PC ist lauwarm. Nix heiß. Ich tapp mal kurz raus, Sekunde. Ja, es gab keine Rückmeldung. Ich pausiere mal kurz die Aufnahme, wir sind gleich wieder. So, Leute. Ich hab, Spiel neu gestartet.
Ja, wir sind Stufe 6, meine ich schon. Ich habe mal Skyrim abgeschlossen mit Stufe 12, heißt die Hälfte haben wir hinter uns. Ja. Was soll ich sagen? Wo habe ich gespeichert? Immerhin nicht allzu weit weg. Immerhin das. Kommt der Wolf gleich oder sind wir eigentlich da, wo wir gerade waren? Haben wir dem jetzt weniger Schaden als gerade? Eigentlich ist der Wolf ein ganz angenehmer Gegner, um ein bisschen Rüstung und Heilung zu leveln. Weil er macht... Alter, wie viel verbrauchen wir denn bitte zum Heilen? Bitte sag, wir haben das schon... Wo ist Wiederherstellung? Wir haben eh keinen Punkt, aber ich will mal kurz gucken. Ja, das müssen wir gleich auf jeden Fall als nächstes angehen. Geht nicht, dass ich zum Heilen so viel Mana verbrauche. Für die einfach... Oh, da bin ich ausgewichen. Gibt sogar eine Mod, damit kannst du ein Spam im Rollen machen. Oh, das ist Tierbeherrschung gewesen. Ich habe mich verklickt. Aber egal, hey. Wir wollten doch eh gleich dem einen Gefangenen helfen, aber ich bin komplett im Arsch jetzt. Können wir das mit einem Wolf zusammentun? Durch einen kleinen Missklick meinerseits. Naja. Sind die das hier schon? Ja, aber warum seid ihr stuck? Ich warne euch, Bürger. Ihr mischt euch in Angelegenheiten. Warum sind die stuck? Warum bewegen die sich nicht? Doppelschwert. Dann. Befreien und Gegenstände aufteilen, das ist wichtig. Weil dann kann der im Kampf helfen. Der kriegt von mir die Kriegsaxt. Und habe ich noch Rüstung für ihn? Ja, easy. Da freut er sich. Wir bringen ihn danach eh um. Er kann alles haben. Dann kann er sich aussuchen, was ihm am besten passt. Der entscheidet. Und er entscheidet sich gar nichts anzuziehen. Das ist ja auch mal eine interessante Entscheidung. Ja, super. Das könntet ihr euch immer auf einen Gefangenen konzentrieren? Was seid ihr denn für scheiß Wachen? Kein Mana mehr, ey. Hilft der Wolf? Ja, der Wolf hilft. Wundervoll. Wir haben mich zwar schon selbst halb tot geprügelt, aber immerhin. So, kurz die Heilung. Okay, der Gefangene war nicht so hilfreich, wie ich dachte. Der Wolf war auch null hilfreich. Ich sag euch, wir machen die. Wir machen die. War es mein erster Tod? Ich glaube ja, oder? Yay! Okay, wir werden uns gleich direkt den Wolf mit dieser Fähigkeit schnappen und nehmen wir ihn mit. Dann nehmen wir mit in den Kampf mit vollem Leben. Dann haben wir auch noch volles Mana. Wo bist du? Naja, fast volles Mana. Bisschen. Einmal hat er mich jetzt gebissen. Das passt aber besser. So. Wer hat einen Doppelpack? Wolfskins bewegt sein Popo langsam. So, sind die immer noch stuck? Ja. Naja. Kollege, könntest du diesmal ein bisschen länger leben? Ja, Bekleidung nimmt er ja eh nicht, ne? Dann gebe ich ihm halt einfach die Axt. Zack. Habe ich vielleicht Tränke, die sinnvoll kommen? Nimm da Gift. Heilung bald ich mal für mich. So, kurz für den ersten Sprung wegrennen. Gut, wir haben nur einen bei uns. Der andere ist abgelenkt. Der mich gerade mit einem Schlag gefickt? Ich habe mich gerade durch ein ganzes kaiserliches Lager geschnetzelt und der fickt mich mit einem Schlag? Wir packen die heute noch. Das sehe ich jetzt nicht ein. Du kommst mit, du bist meiner. Also, nee, Mann. Das will ich jetzt nicht einsehen. Du. Gegenstände aufteilen. Du kriegst... das. Für die Söhne von Himmelsrand. Ich hau erstmal ab. Nehm Doppelschwert in die Hand. Sehr schön, hier haben wir einen Einzelnen, der schon wieder arschviel Schaden gemacht hat mit dem Scheißbogen.
Bogen sind aber auch Kackwaffen. Etwa das Schwert vergiften, kann ich schaden. Und mich heilen. Und mich schon wieder heilen. Alter, kann doch nicht wahr sein. Wie viel Magicka habe ich voll? Dann können wir erstmal ganz kurz... Oh ne, warte, ich bin ja geheilt. Ich wollte abhauen zum Heilen, aber das bringt ja nichts, wenn ich schon geheilt bin. Übrigens, jetzt würde es was bringen. Wiederherstellung machen wir es eben hier rüber. Das ist falsch. Komm, einen kriegen wir klein. Einen haben wir gleich klein. Einen haben wir klein. Geil, haben wir direkt schon mal. Der müsste einen besseren Bogen haben als ich. Haben wir im Fall der Fälle direkt schon mal einen besseren Bogen. Hat er keine Pfeile? Oder habe ich die schon genommen? So, was sagt mein Leben? Oh, hier ist ein Bogenschütze. Fuck. Fuck, der schießt auf mich. Wo sind denn mein... Alter, was habt ihr für Bogenskills? Das ist jetzt blöd. Magicka. Ausdauer ist auch für den Arsch. Schwert können wir... Das war der falsche Knopf. Ich wollte heilen. Ficken. Wo ist der Wolf und der befreite Gefangene, ey? Sind die absolut unnütz? Ja, der nächste Pfeiltreffer wird mich ficken und die sind sehr treffsicher, obwohl ich mich bewege. Was ist denn... Alter, war das knapp an meiner Fresse vorbei. Habe ich ein Schild? Ich glaube, mit Schilden kann man auch Pfeile ablocken. Ich glaube, ich habe das Schild vorhin nicht mitgenommen. Nee. Kann ich mit einem Schwert blocken? Also, klar kann ich das, aber ein Pfeil... Nee, ich sollte lieber Heilung in der Hand behalten. Auf jeden Fall sind die noch ein Stück von mir weg, das ist gut. Ich glaube, die kommen hier nicht hoch, das ist nicht schlecht. Gleich snipern sie von der Seite weg, ich sehe es kommen. Vielleicht ein Bogenduell? Also den Bogen sollten wir mal rausnehmen, wir haben jetzt einen besseren. Langbogen raus, kaiserliche Bogen rein. Eisenpfeile vielleicht auch nicht unbedingt, sondern die Stahlpfeile, wenn wir sie schon haben. Da. Ach du Heiliger. Bitte nicht töten. Wie langsam die Mana auch im Kampf regeneriert. Ach du Heiliger. In den Rücken! Feiger Hurensohn. Okay. Könnte ich jetzt schon Schreie anwenden, würde ich den mit Fuß da hinten in den Rücken reinmachen, aber so schwierig. Ja, wo ist mein Wolfskin? Wisst ihr was? Vor dem laufen wir jetzt erstmal ein bisschen weg, dann können wir ihn direkt da unten mitnehmen. Dann hält es ein bisschen länger hoffentlich. Na, Wolfskin, kommt, Papa. Hey, wo rennt denn der hin? Hallo, du sollst zu mir. Sehr schön. Braver Wolf. So. Ich nehme direkt schon zwei Schwerter in die Hand. Da kann ich gleich direkt drauf kloppen. Kann ich warten? Ich weiß gerade nicht mit welcher Taste, ehrlich. Als ob ich warten kann. Hier, aber gut, dann sind die vermutlich weg. So. Du kriegst wieder die Waffe. Und du kriegst direkt ein paar auf die Fresse. So, wir haben direkt gut ausgeteilt. Jetzt kriegen wir wieder selbst was ab. Aber sollen die sich erstmal mit meinem Wolf auseinandersetzen, mit dem Gefangenen? Okay, der Gefangene kämpft da unten allein gegen einen. Ja, super. Ihr kämpft zu zweit gegen einen und ich habe zwei im Nacken. Wollt ihr mich komplett verarschen? Dann helfe ich dir mal mit dem. So. Dann sind wir zu dritt gegen zwei. Sind wir im Vorteil. Stahlpfeile nehme ich mit. Fackel nehme ich mit. Gold nehme ich mit. Komm, zu dritt gegen zwei schaffen wir. Den kaiserlichen Bogen nehme ich natürlich mit. Das Schwert habe ich ja schon. Rauf da, Jungs! Oh, der Wolf hat nicht mehr so viel Leben. Was hat eigentlich mein Leben gerade?
Mein Leben ist voll. Okay, gleich haben wir noch einen runter. Gleich haben wir noch einen down. Gleich haben wir noch einen down. Aber der Wolf und der Gefangene sind tot. Das ist nicht gut. Fuck! Ich hab in der Sekunde B gedrückt, um Heiltränke zu nehmen. Ich war aber zu lame. Das war sauknapp. Das machen wir. Oh, ich habe noch 5 Minuten, dann ist Aufnahme durch. Aber das machen wir. Sag ich, das machen wir. So, und wir rennen jetzt auch nicht. Wir gehen jetzt hier runter. Und dann haben wir nämlich noch mehr Ausdauer und ich kann noch mehr direkt draufhauen am Anfang. Apropos mehr draufhauen. Direkt die Schwerter zum Anfang bitte nehmen. Wo kommt Wolf? Da kommt Wolf. Hat der mich, obwohl er schon auf meiner Seite war, noch angesprungen? Der Dreckige. Der Dreckige. Naja. Egal, ein bisschen Mana-Verlust. Geht schon. So. Pass auf, er kriegt wieder die Kriegsaxt. Und ich hau wieder direkt drauf. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Das lief gerade besser. Ich hätte vorher speichern sollen. Ich muss mal auch näher an den speichern. Ganz ehrlich. Oh. Ey, wir machen die. Wir machen die. Oder ich kann die nächste Folge machen und dann eine Einblendung vorher machen, so was bisher geschah. Komm, wir machen mit dem Vorbeigehen, da müssen wir nicht mal mehr hingucken. Oh, wie sie die Zähne fletscht. Oder wir könnten auf Bogenschütze machen vorher und den paar Pfeile von hinten reinjagen. Dann können wir aber halt dem Gefangenen keine Waffe geben, dann ist der nicht so nützlich. Aber wir könnten hier direkt schon mal aus der Entfernung ein paar Treffer versehen. So. So, und dann zum Nahkampf wechseln. Scheiße, falscher Knopf. Ich bin so scheiße heute aber auch. Ich schwöre, ich bin gerade so scheiße. Ich will nicht sagen, dass ich sonst besser bin, aber ein bisschen schon. Bisschen schon. Für gewöhnlich ein bisschen schon. Pass auf, wir geben ihm die Sachen, schlagen den und laufen erstmal weg, weil wir bis dahin safe ein paar Treffer eingesteckt haben. Schon wieder vorher nicht gespeichert. Ja, ich sag ja, ein paar Treffer eingesteckt. So, weglaufen. Während des Weglaufens direkt Heilung nehmen. Okay, wir haben einen an der Backe. Von dem können wir auch noch weglaufen. Jetzt können wir von hinten mit drauf. Das kriegen wir nicht so viel, wenn wir nicht geschlagen werden. Sind wir jetzt supportive? Dass wir mit 2 Waffen besser gehen in der Hand. Wie? Ich werde gleich mit dem Gefangenen abgestochen. Der war das schlecht. Also, Alter, bin ich gerade schnell auf die Fresse geflogen. Ups. Komm mit, Baby. Okay, aber von hinten drauf ist, glaube ich, eine gute Taktik. Ich hätte nur 2 Waffen ziehen müssen, anstatt einen für mehr Schaden. Vielleicht sollten wir allgemein erstmal ohne jemanden anzugreifen vom Geschehen weg, damit wir mehr Leben haben. Oh, so geht es natürlich auch. Gefangenen freien Gegenstände aufteilen. Nimm das, die sind noch abgelenkt. Ja, kämpft ihr erstmal. Ich halte mich da raus. Oh, das tue ich wirklich. Perfekt. Kurz heilen. Wir warten. So, nochmal schnell
Beide Waffen. Oh, die haben den Gefangenen jetzt aber schnell erledigt. Earthskins, komm mal mit. Sag mal, Gerdu ist doch kein Freund der Kaiserlichen. Wenn wir die jetzt einfach dahin bringen, ja? Ob sie uns dann wohl helfen würde? Ja, ich heile mich erstmal. Ich heile mich ein bisschen schneller, bitte. Könntet ihr vielleicht euch ein bisschen trennen? Ist das im Rahmen des Möglichen? Ja, so ist okay. So mache ich mit. Ich will sie nur töten. Es geht nicht um Fairness. Es geht nicht um Fairness. Ich will es nur geschafft haben, weil jetzt ist die Stunde rum. Wenn ich jetzt sterbe, ist die Aufnahme vorbei. Und das wäre unschön. Magiker voll machen, Leben voller. Hör bitte auf mich zu schießen. Ich muss näher ran, die Pfeile sind gefährlich. Ja. Wie ich die besäge, seht ihr vielleicht in der nächsten Folge, vielleicht auch nicht. Wir werden es nie erfahren und bye bye.